das ist die richtige Richtung. Noch ein bisschen weiter nach links. Das ist zwar rechts, aber wir werden schon irgendwie in die Richtung kommen. Jetzt die richtige Richtung? Ich glaube fast. Weiter in die Richtung. Da oben müssen wir hin. Au! Wo haben wir jetzt hingefahren hier? Sollen wir uns umsehen? Bin direkt hinter dir. Genau, das war der Ort mit den Affen. Und hier war ja eine Tür noch nicht offen. Wirklich schöner Preis ist das. Nett. Das wird einiges einbringen, falls ich es nicht behalte. Und jetzt? Schauen wir. Was für dich? Sie haben den Rubin der Könige gefunden. Der Rubin der Könige reagiert in der Nähe von Schätzen. Das... Okay... Das muss ich mir dann nochmal genauer angucken. Rubin der Königin ein. Oder ausschalten. Wir lassen das mal an. Mal gucken, was passiert. Ich will mal nur mal wissen, wie es geht. Ausschalten kann man ja immer noch. In der Nähe von Schätzen reagiert der. Hey, schau mal da. Graue Languren. Moment. Das sind graue Languren. Du bist süß. Klappe. Oh, jetzt bist du rot. Irgendwie hatte ich gerade eine Vibration im Controller. Hier schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Irgendwo muss hier ein Schatz sein, wenn ich mal das jetzt richtig deute. Weil das wurde ja gerade gesagt, in Nähe von Schätzen soll das Ding reagieren. Ich weiß nur nicht wo und wie. Hier schon wieder. Schon wieder. Müsste man natürlich mal einen finden, um rauszukriegen, wie das Ding wirklich. Ah, hier. Okay, das Ding fängt an zu leuchten, auf alle Fälle. Wie es aussieht. Oder? Das leuchtet. Okay, also wir müssen immer mal so aufs Armband achten. Gleich drei Sachen auf einmal. Nicht schlecht. So, und jetzt ist der Rubin wieder aus. Okay, also der leuchtet denn. Tut mir leid. Ich habe keine Bananen dabei. Eigentlich
essen Affen gar keine Bananen. Echt jetzt? Also, sie könnten, aber nicht in der Wildnis. Sie fressen Insekten, Nüsse und Blätter. Bananen sind auch zu süß. Ach, meine Illusion ist zerstört. Sagst du mir gleich, es gibt keinen Osterhasen? Nein, der ist absolut echt. Die grauen Languren. Ich mag den Fellkranz um ihr Gesicht. Hey! Das war toll. Mann! Ja, dann haben wir ja, denke ich mal, alles abgegrabbelt hier. So, dann müssen wir also nach oben links, da wo die Pfeile hin zeigen. Da wird es dann hoffentlich weitergehen. Mal gucken. Ach, ich dachte schon, da blinkt was, aber das war nur ein kleiner Grafikbug, wie es aussieht. Da waren wir ja drinnen, ne? Genau, hier haben wir eine von diesen komischen Scheiben gefunden. Okay, sehen wir mal nach, was es mit diesen Wasserfällen auf sich hat. Schaut doch jedes Mal anders also dann, rein. Los geht's. Eigentlich Fraser, richtig? Ich muss dich was fragen. Es ist wichtig. Schieß los. Du und Nathan Drake. Alles rein professionell? Meistens. Oh Gott. Wie? Wie? Hey, komm mal lieber von deinem hohen Ross runter. Asaf? Und der andere, dieser Fondart? Ich hatte keine Wahl. Das war ein Mittel zum Zweck. Aber Drake? Er war gar nicht so schlecht. Ich meine, oh. Dieser Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven, aber er ist doch ganz charmant. Es fühlte sich gut an, solange es hielt. Das ist es, was zählt, denke ich. Aber sag mal, habt ihr euch mit dem Reden abgewechselt oder einfach durcheinander gequatscht? Ja, die Sprüche. Halt. Ich schau mich nur kurz um. Tu, was du gefunden. Tun musst. Nice, das Ding macht natürlich einiges aus, ne? Ich glaube, sonst wäre ich da einfach dran vorbeigefahren. Und dann eigentlich noch richtig. Ich schaue mich nur kurz um. Gut, ja, ja. Bis dann. Okay, wir müssen weiter nach rechts. Danke für deine Geduld. Gucken auf der Karte, wie komme ich denn da hin? Ich muss über die Brücke da. Über irgendeine Brücke muss ich. Da oben rüber, okay. Was ist denn da noch? Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ja. War ich hier schon mal? Hm. Ah, und es klingelt schon wieder so nach Schätzchen. Armband leuchtet. Nice, das ist schön, dass das so funktioniert.
Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Jawohl. Irgendwie muss ich doch da hochkommen. Ich muss hier dazwischen durch. Kann ja nur hier sein, ne? Aua, aua, aua. Das ist doch die richtige Richtung. Ach hier, ich habe das gar nicht als solches erkannt. Krass. Was ist denn das hier bitte schön noch? Ich schaue mich nur kurz um. Ich warte hier. Okay. Irgendwas muss das sein, aber ich weiß noch nicht was. Alles klar. Ich schaue mich nur kurz um. Ich beschäftige mich schon. Okay, das scheint hier irgendwie der Abfluss zu sein. Beraubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häuserler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Na, dann probieren wir mal. Mal gucken, was passiert. Wollen wir tanzen? Gespannt. Versuch es diesmal nicht kaputt. Frechheit. Was zum Teufel? Nicht gerechnet. Bereit? Ja. Ich genieße nur den Augenblick. Wahnsinn.
So, die war zu, würde ich sagen. Boah, wie sieht das geil aus? Oh mein Gott. Willkommen im Stadtkern von Halebit. Im letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Dazu ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Halebit? Ja. Komm. Die große Schlacht. The Great Battle. Kapitel 5. Boah, wie geil das bitte aussieht. Da ist irgendwie so eine Rinne. Da kommen wir dann bestimmt irgendwie wieder raus. Da oben rein, da raus. Oh. Wahnsinn. Also diese ist Welt. Ist wirklich echt, was alles dafür benötigt wurde. Die Handwerker, die Baumeister. Ja, ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind weg. Ihr König hätte mit seinem Geld wohl besser sein Volk beschützen und nicht sein gutes Ziel abgeben sollen. Ja, ich wollte sagen, diese Welten, die hier Naughty Dog immer erschafft, ist schon wahnsinnig. Das und so viel Details und... Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich wollte mal schnell gucken, wie viele Schätze haben wir denn jetzt eigentlich schon? Also man sieht schon, man hat einiges zwischendurch schon verpasst. Naja, aber wie gesagt, es gibt ja sicherlich noch einen Wiederspielwert. Und man macht das alles nochmal mit, um sich das alles zu erforschen, so richtig. Ich gucke irgendwie trotzdem gerne... Da hat's geblinkt. Da. Also die Treppe nach unten gefunden. Die Entfernung ist natürlich nicht so doll, ne? Was die komische. Das komische Ding hier anzeigt. Zur Krone kommen? Hast du den Helikopter dabei? Zu Hause vergessen. Mist. Dann klettern wir wohl. No, wir klettern.